Setz da hin und sei ruhig. Herr Bambaut, Pat Utzmich und P-Bagboy, präsentiert euch die Spielung. Du quatschen, mach an hier und zipp's eine Schelle. So, klickst Daumen nach oben und klickst es bis zum Ende, sag ich dir, sonst klatscht es. So, du mach an die Kiste da. Da sind wir wieder. Haude. So, diesmal auf Hamada. Oh, ich werde direkt von drüben von A beschossen. Ja. Und jetzt, und hinter uns, und verbrannt, okay. Ja, die, also da habt ihr... Ja, die Karte ist, muss ich sagen, die ist schwach, glaube ich. Mein Eindruck bis jetzt. Ich finde die Karte tatsächlich ja nicht schlecht, aber das Problem ist, dass das hier immer Sturmeroberung ist. Ja, genau, also ich das kommt doof dazu. Ich hab da gerade auf Einzelschuss gestellt. Also, und weggesnipert. Geil. Hallo? Vielleicht war ich hier mal eine Sniper-Runde. Oh, ich glaube, das ist hier eine Sniper-Karte, weil die auch sehr offen ist und... Was wird das hier nochmal was? Warum spiele ich denn eigentlich eine Frau? Achso, nee, bin ich gar nicht. Ja, das ist wahrscheinlich das einzige Vernünftige, was du hier machen kannst, mit dem Sniper zu spielen. Alles andere... Gucken hier, was hat denn der hier drin alles? Für Scopes. Dreifach zoomen, sechsfach zoomen, na wenn schon denn schon mal. Naja. Schaut. Wenn ich den besnipern will, dann haut der natürlich ab, ist klar. Komm, beweg dich. Ach, leck mich doch alle am Arsch, ey. Also eine Dreckskarte ist das hier wirklich wahr, ey. Das ist ja wirklich eine Arschkarte, ey. Naja. Treffe ich schon mal einen mit dem Sniper. Dann brauchst du natürlich mit dem Scheißgewehr brauchst du natürlich drei Schuss, ey, der tot ist hier mit dem Anfangsgewehr. Oh Mann, warum sind denn hier überall Gegner? Na gut, wenn du im Kopf suchst, dann brauchst du natürlich nur Inschuss. Ist das ein Gegner? Genau da! Gefährlich! Ich hab schon einen Panzer bei. War das nicht ein Kopfschuss, Freunde? Nee. Da hockt doch einer. Vorwärts, erobert das Ziel dort. Einen ist ein Gegner, da ist ein Panzer, kommt von... Lad doch mal nach, schneller. Komm mal ab. Dummer Sau. Ach, hier ist ja schon A. Ja, ach, Mann, leck mich doch am Arsch. Alter, ich hasse diese Scharfschützen einfach nur. Wo denn? Scheiße! Helf mir! Hockt da irgendwo am Felsen da hinten wieder. Am hintersten. Helf mir! Am hintersten Arsch von dem ganzen Ding hier, ey. Weg. Was hat denn er hier eigentlich? Was kannst du mit dem Sniper denn hier machen? Noch sichten und ja, dann? Ja, dieses Spot-Ding immer, das ist ganz gut. Das ist halt gut als Zielmarker. Da musst du aber nichts drücken. Das spottet der automatisch. Ja, einfach nur reinzoomen und dann... Hm, genau. Was hat er sonst noch dabei? Wir haben jetzt genügend Ziele, um das Resultat dieses... Gar nichts. Das war's. Gut.
die dort. Meter, dieses Ding. Wahnsinn, das ist aber auch die erste Waffe, ist aber auch nicht. Naja, die ist nicht doll, ne? Oh. Wie weit ist das denn entfernt? Bis zu D 160 Meter. Geil, der ist auf 60. So, eh getroffen, ey. Aber die erste Waffe ist natürlich, wenn du da nicht in den Kopf direkt triffst, ey. Dann kriegst du immer bloß Hitmarker, ey. Geil ist, dass meine Munition hier auch ausgeht langsam von dem Sniper, ey. Kappt man tatsächlich hin. Du kannst übrigens die Range einstellen mit dem Sniper, wenn du eine Dreieck gedrückt hältst, ja? Mal so am Rande. Dann zeigt er dir unten neben der Munitionsanzeige links an die Entfernung. Okay. Dreieck gedrückt lassen. Und was kannst du da... also 60, welche? 150 und 300 Meter. Ah, okay, 150 ist ja wirklich mal eine ganz gute Entfernung dann hier. Ja, für D definitiv, so weit wie das weg ist, 170 Meter. Erobert das Ziel dort. Boah. Oh, da ist ein Panzer da unten. Oh, wer hat mich denn jetzt abgeknallt da oben, Leute? Kannst du mich wiederbeleben? Ja, ich ein paar Meter weg. Ich hab nur geguckt, ob ich den sehe, aber ich sehe den nicht. Kommt übrigens ein Panzer hochgefahren, glaube ich. Ach, da oben. Sorry, da tut jemand eine Sniper-Runde, aber ist halt so. Einer ihrer Soldaten. Guck mal sein. Ja. Da ist ein Panzer immer noch. Kurz vor F. Ja. Mit dem Panzer. Was, jetzt ist es unser Panzer. Was ist denn der? Ja, jetzt ist er natürlich hinter mir. Sturmeroberung. Naja, ist ein doofer Spielmodus irgendwie, finde ich. Ja, zumindest auf der Karte ist so doof. Ja, fand ich auch so bei Battlefield 1 noch nie so interessant irgendwie. Die normale Eroberung ab. Mann, der hockt hier am anderen Ende der Karte, ey. Das Ziel dort. Erobert es. Das ist auch einer der Karten, die wirklich am schnellsten immer geht bei sowas. Na, eigentlich. Das Sturm oben ins Zeug. ...150 und 300 kannst du machen, ah, okay. Sprengladung. Ah, B bin ich auch auf dem Weg, genau. Ist nicht sein Ernst. Wo ist denn die Hure?
Wo ist denn der, Alter? Wo ist denn der? Da ist der. Bin hier in der Nähe. Wohl mit der Granate erwischt. Sehr gut. Sehr gut, du hast genau den, der wollte den gerade wiederbeleben. Wunderbar. Perfekt. Wo wurde schon wiederbelebt? Sehr gut. Was sind die hier? Ach, der ist von uns. Alles gut. Okay, B haben wir. Dann C? Jo. Mach ich mal als Befehl. Wo geht's denn? Ich hab doch kaum. Ich krieg hier, glaube ich, nicht mehr noch Punkte zusammen für die Rakete in der Runde. Nee, oh, definitiv nicht. Das war schon. Ach komm. Was kann man denn sonst noch auswählen? Versorgungspaket und Panzer war das noch, ne? Als Unterstützung, wa? Boah, das ist nicht dein Ernst. Krass. Boah, die Granaten, der Granatenbomber, Bombergranate hier. Ich hab's nur gehört. Das reicht mir schon. Feind getroffen, 55, ey. Mich hitten sie immer direkt aus dem... Nun hör doch mal auf mich zu schießen, Hure. Ziel oben auf sie schützt beim Panzer. Ja, hab ich ja. Ganz toll, David. Ganz toll, hast du das gemacht. Total dumm. Unser Panzer, ja. Ja, gut. Erobern wir dieses Ziel. Warte mal, hier steht doch ein Fahrzeug irgendwo. Genau, wenn ich abdrücke, snipert mich irgend so ein Wichskind da weg, ey. Mann, ey. Nervt. Wiederbelebung. Ja. Slim Shady, komm. Spiele ich denn jetzt eigentlich eine Frau? Ich hab doch, Achso, beim Sanitäter halt nicht umgestellt, stimmt. Da habe ich immer noch die Frau da, ne? Richtig. Ehe, wo ist denn Ehe? Ach, da hinten. Scope auf 300 und dann. Boah, der Schuss da ankommt, ey. Mhm. Musst du schon 2 Sekunden vorher da hinschießen, gefühlt, ey. Alter, da musst du ein ganzes Stück vorhalten, oder? Naja, du musst genau antizipieren, wo der langläuft da und dann halt. Ja. Und das halt eine Sekunde früher ungefähr. Auf der Entfernung da. Echt nicht einfach. Boah, da kommen sie alle. Ja, krass, ey. Ja, das ist gefährlich. Hinter dir. Trefft ihn nicht. Gut. Noch einer hinter dir. Achso, hinter mir ist einer. Ich dachte, ja. Du bist hinter mir. Nein. Achso, sorry. Ich dachte, oh, sag doch Gegner hinter mir. Ich dachte, du läufst hinter mir. Ey, den triffst du nicht. Was ist denn das? Ne, irgendwas stimmt mit dem Scope nicht oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da! Ein feindlicher Sturmsoldat! Jetzt kommt er natürlich nicht mehr hoch da. Nee, ist okay, wir lassen es sein. Los, erobern wir das Ziel dort. Auf der Entfernung geht's ja immer noch, ey. Ach komm, bitte. Fotze, ey.
wie genau du da zielen musst, ey. Also Scharfschütze, naja. Ist ja geil, wenn ich den schon hier tot liegen. Ach Mann, ey, wo denn? Was ist denn bitte? Gott, ey. Was? Wer hat denn das überlebt hier, die Nutte? Kitte immer alle nur an. Mhm. Genau, wieder. Da drüben! Da mit deinem Panzer, da sind sie auf jeden Fall drei Leute oder so rings um dich rum. Alle unten. Panzer kommt dann gegnerischer. Hier steht mit direkt neben dir. Super. Steig aus. Und die Koffer einfach, das hält noch. Ich hitte echt hier alle nur an. Zeig mal, tötet. Ey. Es ist so krass. Es ist einfach unglaublich. Na endlich. Meine Güte. Genau in dem Moment fährt das Auto in den Weg. Also bin ich hier... bin ich bescheuert oder was? Nun lad nach. Der steht immer noch genauso da. Jetzt ist er natürlich... Oh, ey. Was für eine Fotze, ey. Voll. Ich werde hier zum richtigen Sniper-Arschloch. Ich fühle mich jetzt rein in die Rolle des Arschloch-Snipers hier gerade. Ich liege, hab da bestimmt also, 5 Minuten nur auf einer Stelle gelegen. Ja, ich sehe das schon. Ich mach, wenn ich bei dir spawne oder spawnen will, dann liegst du da an der Poststelle da. Aber gut, aber ist ja okay. Aber die Karte, ey, die ist aber auch. Geh mal zur F jetzt so. Grafisch ist die Karte halt mega geil, finde ich. Wie gesagt, mich würde mal interessieren, ob es halt hier auch normale Eroberungen gibt. Ja. Wird ja einen Grund haben, warum man immer Sturmeroberung spielt. Was schießen die denn da, Leute? Das ist nix. Ja. Ja, also bitte, der war doch schon tot jetzt. Und belebt er den mal wieder in der Mitte. Wir müssen das Ziel dort erobern. Boah. Hast du dich doch mal von deinem Positionchen wegbewegt, ja? Ja, habe ich jetzt. Ich bin aber auch ein blinder Schweinhund, ey, so. Wo denn? Hast wo denn? Den? Ich hab vorbereitet, vorher arbeitet. Ah, ich hab den dann abgestaubt mit Glück. Jetzt wurde ich von hinten von irgendjemandem abgeknallt. Hinterrücks, in Rücken haben sie mir geschossen. So weit würde ich ja nie machen. Fotzengeräusch. Genau. Vorbei? Ah, gut. Ein Glück. Verliert man auch immer, wenn man da als Angreifer kommt, glaube ich, habe ich das Gefühl. Hast du wieder deine Spekulanten da? Genau. Ja, höre ich doch am Geräusch. Nach bald Weihnachten. Nur ein bisschen mit Stimmung bringen. So, was haben wir denn hier jetzt? 7:9. Das ist ja toll. Man macht doch so wahnsinnig viele Punkte.
Naja, irgendwie muss man mal gucken, ob das normal ist. Nun gut. Tschüss. Tschüss.